Suchen Sie mich? Das geht jetzt schon den ganzen langen Tag. Und wollen Sie nun die ganze Nacht so weitermachen wie bisher? Fangen wir nochmal von vorne an. Wie heißen Sie und wer gab Ihnen diesen Auftrag? Hören Sie, mein Freund, eins sollte Ihnen doch wohl klar sein. Selbst in einem Krieg ist es üblich, dass ein Gefangener dem Feind seinen Namen und seinen Dienstgrad verrät. Und Sie sind mein Gefangener. Ich habe Sie auf frischer Tat gestellt. Wir sind bald in Venedig und dort wird man Sie anklagen wegen des Mordes an dem Mann in dem Abteil nebenan. Ich weiß, dass Sie ihn nur aus Versehen getötet haben, denn eigentlich wollten Sie ja mich töten, oder nicht? Wenn Sie mir jetzt sagen, wer Sie geschickt hat, kann das möglicherweise zu Ihren Gunsten ausgelegt werden. Wer ist Ihr Auftraggeber? Also, langsam verliere ich die Geduld mit Ihnen. Sie sagen mir Ihren Namen, sofort. Oder es wird sehr unangenehm für Sie. Wird's bald! Entschuldigen Sie, wollen es ja so. Die frische Luft wird Ihnen bestimmt gut tun. Sehen Sie meine Hunden, wie gefällt Ihnen die Aussicht auf die Schienen? Bekommt Sie ihn? Was ist das für ein Gefühl, wenn man da runterfällt? Hören Sie Ihre Knochen schon splittern? Hinsetzen! Hinsetzen, sag ich! Was tust du? Was ich hier tue, ich will, dass er endlich anfängt zu reden. Er bringt mich zum Wahnsinn. Und du willst es aus ihm rausprügeln? Hast du eine bessere Idee? Er wollte uns umbringen. Schon vergessen? Und deshalb machst du es genauso, dann seid ihr beide quitt. Ja, ich möchte eine Todesanzeige für meinen Mann aufgeben. Eine kleine private Trauerfeier, ja. Nein, ich habe den Ort und die Zeit bisher noch nicht festgelegt. Sie müssen wissen, mein Mann ist erst gestern von uns gegangen. Ja, das mache ich. Sie erhalten von mir alle Angaben, die Sie brauchen. Ja, danke. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Aber es gibt keinen Trost für mich. Oh, Leighton. Ich bin so froh, dass du da bist. Musst du denn heute nicht zu den Dreharbeiten? Ach, heute ist wieder einmal einer von Stevens geheimnisvollen Tagen. Das bedeutet, dass ich nicht auf der Dispo stehe und er hat mir verboten, zum Drehort zu kommen und ihm zuzusehen. Ach was. Dafür können wir heute zusammen frühstücken. Ist das nicht schön? Wie angenehm. Ich finde das großartig. Wann beendet eigentlich Hoheit sein großes Meisterwerk, falls er es überhaupt beendet? Wahrscheinlich übertrifft er sogar noch die Drehzeit von Lawrence von Arabien. Auf jeden Fall würde ich mir für nächstes Jahr noch nichts vornehmen. Der Meister bemüht sich persönlich, um dich abzuholen. Da kann er lange warten, wenn er sich nicht rechtzeitig entscheiden kann. Lass dich nicht drum kommandieren. Du willst damit wohl sagen, das steht nur dir zu. Julia, wie geht es dir? Hallo, Julia. Bestens. Bitte entschuldigt die Unterbrechung beim Frühstück, aber ich suche Mason. Vielleicht wisst ihr, wo er sich im Augenblick aufhält. Nein, ich habe ihn weder gesehen noch von ihm gehört. Kann er denn nicht verreist sein? Er ist verreist. Er sagte, er wollte nach Los Angeles, um die Sache mit Derek und den anderen in den Griff zu bekommen. Aber er hat mir nicht gesagt, in welchem Hotel er wohnt. Und ich glaube auch nicht, dass er in Los Angeles ist. Ich dachte, er hätte euch vielleicht gesagt, wo er hinfährt. Ich mache mir große Sorgen. Bitte nimm doch Platz. Danke. Willst du mit uns frühstücken? Nein, vielen Dank. Ich habe noch sehr viel zu erledigen und muss deshalb gleich wieder weg. Also, ihr habt beide auch keine Ahnung, wo Mason im Augenblick ist? Das kommt für mich völlig überraschend. Mason und ich sind am Vormittag verabredet und das Treffen hat er bis jetzt nicht abgesagt.
Davon hat er mir gleichfalls kein Wort gesagt. Wann habt ihr euch zum letzten Mal gesehen? Gegen 12 heute Nacht. Und da hat er dir gesagt, dass er wegfährt? Nein, ich habe ihn erwischt, als er gerade das Haus verlassen wollte. Er sagte, er müsste dringend nach Los Angeles, um irgendwas in Sachen Cassandras Tod zu klären, und das war alles. Der absurde Versuch, Mason damit reinzuziehen, ist lächerlich. Aber offensichtlich scheint er doch bereit zu sein, sich auf die Sache einzulassen, genauso wie du. Mein Sohn wird von einem Haufen Schwachsinniger des Mordes beschuldigt, sogar von einem Staatsanwalt. Soll mich das einfach kalt lassen, oder was? Nein, entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Ich bin nur so beunruhigt wegen Augusta und mich ärgert es, dass ich deswegen in dieser Sache nichts unternommen habe. Was ist mit Augusta? Ihr habt davon noch nichts gehört? Sie hat eine Nachricht bekommen aus Singapur, ja. Lionel ist vor einigen Tagen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Was? Lionel? Lionel ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut mir leid. Wir hätten euch noch Bescheid gesagt. Wie ist das denn passiert? Das wissen wir nicht. Wir warten noch auf den Polizeibericht aus Singapur. August ist natürlich ziemlich fertig. Und ich dachte immer, er würde uns alle überleben. Niemand ist unsterblich, Sophia. Niemand. Tut mir leid, ich weiß, es gehört zu deinem Job. Ich hätte mich nicht einmischen dürfen. Ja, schon gut. In den letzten Wochen hat sich so viel ereignet. Ich bin fix und fertig. Kann ich verstehen. Ich hätte aber nicht so reagieren dürfen. Es tut mir leid. Es ist ja nichts passiert. Da du hier bist, würdest du bitte auf Französisch heißt und wer ihm den Auftrag erteilt hat, uns zu töten. Ich versuche es. Danke. Qui vous a envoyé? Vermutlich spricht er kein Französisch. Vermutlich kann er gar nicht sprechen. Würden Sie wohl einen Augenblick auf ihn aufpassen, Monsieur? Ich telefoniere nur kurz mit Interpol. Ruhe, Monsieur. Ich passe so lange auf ihn auf. Vielen Dank. Können Sie damit umgehen? Ja. Wenn er abhauen will, schießen Sie. Sie brauchen keine Angst zu haben. Vielen Dank. Ich bin gleich zurück. Schwierig, guter Bulle und schlechter Bulle zu spielen, wenn man der einzige Bulle ist. Glaubst du, ich habe solche Spielchen nicht? Ich weiß nicht, was das sollte. Und ich denke, du selbst weißt es auch nicht. Du hast recht. Ich habe mich dafür entschuldigt. Vielleicht bin ich einfach nur mit den Nerven am Ende. Nach dem, was uns da in den letzten Wochen alles zugemutet wurde, ist das doch wohl auch mehr als selbstverständlich. Ja, natürlich. Aber du solltest vielleicht warten, bis wir in Venedig sind und dort dann die örtliche Polizei die Sache klären lassen. Natürlich werde ich ihn der Polizei in Venedig übergeben, aber ich will erst über Interpol rauskriegen, ob zwischen dem Typen da drin und diesem sogenannten Einbrecher in Paris eine Verbindung besteht. Und ich will hundertprozentig sicher sein, dass in diesem Fall nicht schon wieder dieser Cranston seine Finger im Spiel hat. Das ist sicher eine gute Idee. Tja, es wäre möglich. Ich glaube nicht, dass er den Schiffsbruch überlebt hat, aber andererseits haben es Michael und Nicky auch geschafft, an Land zu kommen. Also besteht auch die Möglichkeit für ihn. Gut, ich rufe jetzt Interpol an und dann werden wir weitersehen. Einverstanden? Einverstanden. Wir treffen uns dann später im Speisewagen. Fee. Du hast einen sehr dürftigen Appetit, aber trotzdem musst du etwas zu dir nehmen. Ich kann guten Gewissens darauf verzichten, aber du nicht. Geht's dir besser? Mutter, ich fühle mich schrecklich. Ich weiß, der Flug war bestimmt anstrengend. Dad ist tot. Ich kann das einfach nicht begreifen, verstehst du? Vor 2 Monaten habe ich noch mit ihm geredet und er sprühte vor Energie. Du hast mit ihm gesprochen? Hat er dich angerufen? Mich hat er nie angerufen. Aber egal. Ja, schrecklich, dass sowas geschehen musste.
Ich war mir nicht so sicher, ob er dir überhaupt noch etwas bedeutet. Laken, wie kannst du sowas sagen? Du hast ihn verlassen. Das bedeutet doch nicht, dass man sich nicht mehr liebt, wenn man sich scheiden lässt. Du hast wieder geheiratet. Was ich nach unserer Scheidung gemacht habe, ändert nichts an meinen Gefühlen für deinen Vater. Ich habe ihn immer geliebt, glaub mir. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich so sehr vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Ja. Es ist so schön, dass du da bist. Kannst du nicht etwas bleiben? Du musst doch nicht sofort zurück nach New York, oder? Nein. Gut. Ich kann für eine Weile hier bleiben. Schön. Ich wünschte mir, nur Warren könnte hier sein. Tja, darüber würde ich mich auch freuen. Es ist schlimm, dass er nicht mal weiß, was passiert ist. Ja, aber die Todesanzeige wird in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Vielleicht liest er sie und meldet sich. Es ist ein komisches Gefühl, wieder einmal hier zu sein in Santa Barbara. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich weg war. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Mir kommt's vor, als wärst du nie weg gewesen. Ich bin so froh, dass du da bist. Was ist mit den Beerdigungsformalitäten? Ach ja, das habe ich dir ja noch gar nicht gesagt. Dein Vater wurde eingeäschert. Sie schicken uns die Urne zu. Per Nachname wahrscheinlich. Es wird nur eine kleine Trauerfeier geben. Vater wurde verbrannt? Er wollte es so. Aber einfach so, ohne mich vorher zu fragen oder zu informieren. Wie findest du das? Oh, Layton, die Welt ist so grausam. Oh, Blitz des Himmels, fahre nieder und triff dieses einsame Haupt. Beende das Leben, das so furchtbar geworden. Tod komme in Freundschaft und löse die Bande. Medea. Woher kennst du das? Hast du es vergessen? Du hast es mir immer vorgelesen, wenn ich abends im Bett lag. Ach, tatsächlich? Dein Erinnerungsvermögen ist großartig, aber dieses Zitat passt wirklich. Ich fühle denselben Schmerz wie Medea. Ich habe den gleichen Verlust und bin genauso einsam. Aber ich trete vor das Angesicht der Sterne, die die Schwachen unter den Menschen verachten. Doch mich verachten sie nicht. Wird denn außer mir niemand verlegt? Doch, unterwegs werden wir bestimmt noch ein paar Leute aufsammeln. Sie sind in guter Gesellschaft. Nur keine Sorge. Hat sie als diejenige identifiziert, die an dem besagten Wagen das Auto gefahren hat? Nein, das war ich nicht. Ich vermute, Sie haben den Wagen gestohlen. Sie wollten Ihren Mann umbringen und dann kam Ihnen Sascha in die Quere. Nein! Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie im Auge behalte und offensichtlich habe ich meinen Job verdammt schlecht gemacht. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Sie zu einem Mord fähig sind. Ich will Ethan sehen, ich muss ihm sprechen. Ich habe nie vorgehabt, ihn zu ermorden. Das war Annie. Annie, dabei fällt mir etwas ein. Die Handschrift in Annies Tagebuch ist nicht Annies Handschrift. Nein, es ist ihre Handschrift. Sie waren die Schwester hinter dem Steuer. Und nein, Sascha war die Schwester, die neben ihnen im Wagen schlief. Nur, dass sie nicht mehr aufwachen konnte, weil sie sie getötet hat. Es war dunkel, außerdem hat es geregnet. Er war sich nicht sicher. Laura, hören Sie auf damit. Sie haben das Recht zu schweigen. Machen Sie Gebrauch davon. Die Interpol-Fahndung nach Kirk läuft, seit ich von der Insel zurück bin. Aber Sie sagen, es gibt bisher noch keine Anzeichen dafür, dass er das Unglück überlebt hat. Seine Leiche ist aber nicht gefunden worden. Nein, leider. Und dieser Mann wird für mich eine Bedrohung bleiben, solange bis die Leiche irgendwo angeschwemmt wird. Vielleicht sogar noch danach. Trotzdem denke ich nicht, dass er mit diesem Fall etwas zu tun hat. Nach dem, was in Paris und hier im Zug geschehen ist, müssen wir davon ausgehen, dass es offensichtlich einen sehr clever organisierten Mordplan gegen uns gibt. Aber nicht clever genug. Immerhin haben sie es zweimal nicht geschafft und das einzige Opfer bisher war unschuldig. Würdest du sagen, das war sehr professionell? Nicht jeder macht seine Arbeit so gut und gewissenhaft wie du, Liebling. Es freut mich, dass du die Muße findest, darüber Witze zu machen. Das ist nur Galgenhumor.
Glaubst du nicht, dass... Was? Ich habe nur gerade... Ich meine, dieses Ding. Was ist mit dem Ding? Weißt du was? Entweder sind die, die uns umbringen wollen, so ungeschickt wie dick und doof. Oder dieser indianische Schamane hat dir einen äußerst wertvollen Talisman geschickt. Ich muss dann wohl ins Büro. Würdest du bitte hier bleiben und auf mich warten? Nichts, was ich lieber tue. Auf den Tag, an dem du das sagen würdest, habe ich schon voller Sehnsucht gewartet. Oh. Ich freue mich jetzt schon darauf, wieder bei dir zu sein. Es ist besser, wenn ich mich langsam auf den Weg mache. Also dann, ich bin schon weg. Ethan? Ja? Ich möchte dich was fragen. Es geht mich zwar nichts an, aber es interessiert mich. Was genau habt ihr eigentlich mit Mason Capwell vor? Wie meinst du das? Ich meine, anscheinend seid ihr doch davon überzeugt, dass er etwas mit Cassandras Tod zu tun hat. Wieso übergibt ihr ihn dann nicht der Polizei? Das ist, leider nicht so ganz einfach. Das weiß ich auch, aber er kommt doch nicht davon, oder? Nein, natürlich nicht. Du solltest dich jetzt lieber darüber freuen, dass dein Vater bald wieder frei sein wird und ihr dann alle Zeit der Welt für euch beide habt. Du ahnst nicht, wie ich mich darauf freue. Ich weiß. Ich muss jetzt los. Ich warte hier auf dich. Wir hätten gerne eine Stellungnahme für unsere nächste Nachrichtensendung. Stellungnahme? Wozu denn? Wissen Sie es denn noch nicht? Aber Frank Pressman soll heute entlassen werden. Er ist ein freier Mann, dank Ihrer Hilfe. Mein Vater wird heute entlassen? Wieso muss Mason immer versuchen, alles allein zu schaffen? Wenn er einen Hinweis hat, hätte ich ihm helfen können. Wer weiß, mir ist es bis heute ein Rätsel geblieben, wie Mason überhaupt Probleme anpackt. Ich bitte dich, mach dir keine Sorgen um ihn. Früher oder später taucht er wieder auf. Und sag uns Bescheid, wenn du etwas von ihm hören solltest. Wir tun das auch. Danke und bitte entschuldigt, ich wollte euch nicht beunruhigen. Was hast du nicht? Würdest du Augusta sagen, dass... Sag ihr einfach, dass es uns leid tut und dass wir jederzeit für sie da sind. Ja, richte ihr bitte mein Beileid aus und wenn es eine Trauerfeier gibt, dann kommen wir natürlich. Würdest du ihr das bitte sagen? Danke, euch beiden. Schon gut. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Lionel habe ich schon vor langer Zeit vergessen. Das ist keine Antwort. Ich weiß, dass du ihn vergessen hast. Aber es kann dennoch wehtun. Bedeute ich dir etwas? Bedeuten? Auch wenn du nicht mehr meine Frau bist. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Großartig. Wenn ich Julia brauche, ist sie nie da. Sie sagt, ich kann sie jederzeit anrufen, aber sie ist nie erreichbar. Ich kann einfach nicht fassen, dass unser Haus auch weg ist. Vater, Warren, unser Haus. Wir haben so ziemlich alles verloren, was wir hatten. Liebling, ich weiß, was du durchmachen musst. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe das letzte Mal mit deinem Vater gesprochen, als unser Haus abgebrannt ist. Er war bestimmt verzweifelt. Ja, er war sehr traurig. Aber dein Vater war ein sehr philosophischer Mensch. Ab und zu passieren Dinge, die uns auf die Probe stellen. Er würde nicht wollen, dass wir den Mut verlieren. Manchmal denke ich an Longfellow. Wir ergeben uns nicht der Trauer, sondern erfreuen uns daran, was die Welt uns noch bietet. Da fällt mir etwas ein. Ich muss ja noch die passenden Abschiedsworte für Lionels Trauerfeier finden. Er liebte Dorothy Parker, aber ich glaube, die passt hier nicht richtig. Irgendwo habe ich eine Anthologie. Ich muss nur... Was entfachte das Feuer? Nicht was, wer? Es war die Frau des Staatsanwalts. Gina hatte natürlich eine abgelaufene Versicherungspolice. Ach, ich will nicht mehr darüber reden. Ich möchte auf keinen Fall, dass du mit ihr redest, wenn sie hier aufkreuzt. Und sie wird hundertprozentig hier auftauchen, um falsches Beileid zu bezeugen. Trauerfeier mitgehen willst. Ich möchte dich begleiten. Ich hätte auch alleine hingehen können. Ja, aber ich dachte, es würde dir vielleicht helfen, wenn ich auch dabei bin. Es wird für dich genauso schwer werden wie für Augusta.
Es werden viele Menschen dort sein und um ihn trauern. Besonders Warren tut mir leid und Layton und Augusta. Sie haben ihn alle sehr geliebt. Und du? Ach, Lionel ist etwas, das mir mal vor sehr langer Zeit passiert ist, wie du gesagt hast. Ein Abschnitt unserer Vergangenheit. Ein wichtiger Abschnitt, aber eben Vergangenheit. Das ist alles einfach Vergangenheit. Ich habe mir sehr gewünscht, dass du das sagst. Sehr gewünscht. Ich liebe dich. Wie geht es dir? Oh, bitte entschuldige. Ich hasse Frauen, die in Ohnmacht fallen. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest nur so eine Art Schock. Ich weiß. Hast du es aufgemacht? Nein, es ist irgendwie gespenstisch. Allerdings, das ist es. Nein, sei vorsichtig. Lass dir Zeit, bitte. Es geht schon wieder. Oh mein Gott. Nach dem Leben, das dein Vater geführt hat. Kunstschätze sammeln. Um die Welt reisen. Wenn ich daran denke, wie er alles gekannt hat. Und geblieben ist nur ein Häufchen Asche. Das ist unfair. Mom, bitte reg dich nicht auf. Vater hat das so gewollt. Er hat doch immer gesagt, was mit dem Körper des Menschen passiert, ist unwichtig, nur die Seele zählt. Ich möchte wissen, wo seine Seele gerade ist. Was soll's? Nehmen wir seine irdischen Überreste und veranstalten eine Trauerfeier, die eines Lockridge würdig ist. Wir umgeben ihn mit einem hübschen Stoff und stellen ihn auf ein Podest. Wir können ihn nicht zur Ruhe betten, also steht er eben. Was kommt denn jetzt? Noch mehr Überreste? Was machen die? Schicken die uns Lionel in Raten zu? Oh mein Gott. Vater, Sachen. Ah, danke, Paul. Stellen Sie es bitte hier ab. Mein Beileid zum Tod Ihres Mannes. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Paul. Vielen Dank. Und sonst? Ist nichts angekommen? Nein, bisher nicht, aber wenn noch etwas kommt, dann sage ich es Ihnen. Sehr gut, danke. Er hat mir seinen Besitz zukommen lassen. Ich sollte erfahren, wie er die ganze Zeit ohne mich zurechtgekommen ist. Ich kann gar nicht glauben, wo er überall war. Belize, Bomsaro. Alles Namen, die ich noch nie gehört habe. Lionel hatte eine wahre Ader dafür, exotische Plätze zu finden und sie liebevoll zu pflegen. Die Welt war für ihn so etwas wie ein Garten. Mom, was hast du vor? Ich mache sie auf. Ich will wissen, wie das Leben deines Vaters ausgesehen hat, seit wir uns getrennt haben. Ich hoffe, dass uns nichts entgegenspringt. Oh. Da fällt mir wieder ein, wie er Minx mal einen Sarkophag geschickt hat. Oh, Lionel. Oh. Wieso erzählst du mir nicht mehr über den Schamanen und diesen Talisman? Ich hab dir doch die ganze Geschichte in Paris erzählt. Die gesamte Geschichte? Warum fragst du? Könnte es sein, dass dich etwas beschäftigt? Dich würde es auch beschäftigen, wenn er dir seine Geschichte erzählt und dir dieses Ding geschenkt hätte und am nächsten Tag erfährst du, dass er tot ist. Du musst zugeben, dass in letzter Zeit sehr merkwürdige Dinge passiert sind. Ich bin nicht abergläubisch, es muss gar nichts bedeuten. Es gab nur in letzter Zeit verdammt viele Zufälle. Wir waren zweimal in Gefahr, man hat versucht, uns zu töten, aber es ist nicht gelungen. Was sagte der Schamane, dass der Stein dich beschützen würde? Nein, nicht direkt. Eigentlich hat er das nicht gesagt. Bitte versuch nicht, irgendwelche Hirngespinste zu spielen. Nein, ich bleibe bei den Tatsachen. Der Schamane erhält den Auftrag, im Traum zu dir zu gehen und dir den Stein zu geben, der ewige Kraft verleiht. Das hat er gesagt, aber das heißt nicht, dass es stimmt. Sieh mal, Cruz, wenn du ein Fremder wärst, würde ich dir das gar nicht sagen. Aber wir beide haben doch metaphysische Erfahrungen und können das nicht ausschließen. Vielleicht hat dieser Stein tatsächlich sowas wie mystische Kräfte. Alles hat immer nur die Kräfte, die man selbst hineinlegt. Auch das haben wir oft beide erfahren.
nicken. Es tut mir so leid. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wie geht's dir? Und wie geht's dem Baby? Baby? Deine Tochter. Du bist doch letztes Jahr Mutter geworden. Das war als Mason und ich gerade wie so um alles in der Welt erkläre ich dir das. Vielleicht deshalb, weil ich gar kein Baby habe. Hast du nicht? Nein. Wer hat dir das gesagt? Deine Mutter. Deswegen war sie nicht bei unserer Hochzeit. Sie wollte bei dir sein und deiner Tochter. Weißt du, ich habe zwar nicht die geringste Ahnung, was das alles bedeutet, aber hätte ich ein Kind, hätte ich das ganz sicher bemerkt. Wo ist deine Mutter denn überhaupt? Sie ist da drin und sieht ein paar Bücher durch. Sie sucht ein passendes Zitat für Vaters Trauerfeier. Zurzeit ist das für sie die beste Ablenkung. Was ist denn das hier alles? Das sind seine persönlichen Sachen. Sie sind vor ungefähr einer Stunde angekommen, aber so wie es aussieht, ist das nur ein Teil davon. Ich habe schon einiges davon durchgesehen, aber ich fürchte mich so sehr davor. Würdest du mir helfen? Ja, natürlich helfe ich dir. Hier, nimmst du das mal? Ja. Danke. Was hältst du davon? Deshalb haben wir keine Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber von Dunkelheit umgeben, erstrahlt unser Licht in der Asche. Naja, klingt etwas morbid, obwohl es von Sir Thomas Moore stammt. Julia, du hier, ein Wunder. Ich würde es nicht unbedingt so ausdrücken wollen. Aber ich habe den ganzen Morgen versucht, dich anzurufen. Zweimal genau also gesagt. Also gut, zweimal, aber es ging niemand ran. Wo warst du, Julia? Ich war verhindert, ich musste zu CC. Es ist jetzt 11:30 Uhr, wir haben dich um 10 Uhr erwartet. Tut mir leid, aber von 10 Uhr wusste ich nichts. Ich hatte nur gesagt, dass ich so schnell wie möglich hier sein werde. Das habe ich getan. Jetzt bin ich hier und Laken und ich unterhalten uns gerade über deine süße Enkeltochter. Was soll denn dir Blödsinn? Ich habe gar keine Enkel. Das habe ich gerade gehört. Wieso hast du diese Geschichte erfunden? Nur um nicht zur Hochzeit kommen zu müssen? Hast du meinen Mann so sehr? Ich habe die Notlüge von damals schon lange wieder vergessen. Mein Verflossener hat mich zu einer Reise auf die griechischen Inseln eingeladen. Ich wollte nicht, aber er hat es mir befohlen. Er war ein sehr überzeugender Mann, das wisst ihr. Mir war klar, du würdest das nicht verstehen. Weil ich dich nicht verletzen wollte, erfand ich die Geschichte mit dem Baby. Du denkst eben immer zuletzt an dich. Du musst dich ja ganz schön über die vielen Strampelanzüge gewundert haben. Ich dachte, das wäre irgendeine Anspielung. Schaut euch das an. Oh, um Himmels Willen. Ich glaube, das hat mal Isadora Duncan gehört, oder? Sally Rand, egal. Lionel hat es auf einer Auktion bei Sotheby's erstanden. Ich weiß nicht, wieso. Da ist was. Wie wär's hiermit? Und deshalb frage nie danach, für wen von uns die Glocken läuten. Sie läuten für dich. Das klingt ja, als ob wir Big Ben beerdigen wollten. Was für ein Buch ist das? Handbuch für Trauerfeierlichkeiten. Passende Zitate für Beerdigungen. Ich suche noch immer etwas für Lionels Trauerfeier. Ich arbeite schon den ganzen Vormittag daran, ich kann nicht mehr. Mutter, findest du nicht, dass etwas Spontanes, Aufrichtiges, das von Herzen kommt, viel besser wäre? Laken. Dein Vater war ein Mann der Worte. Sehr poetisch, belesen. Er liebte die Schönheit des Ausdrucks. Ich will nicht mit einer improvisierten Rede dastehen, wie eine komische Witwe, die in jedes Fettnäpfchen tritt. Lionel würde vor Wut in der Urne rotieren. Wie wär's mit einer Stelle von Edna St. Vincent Millay? Oder Edna St. Louis, Missouri, wie er sie genannt hat? So becken sie deine neugierigen Augen sicher in geheimnisvolle Erde. Deine schlanken Finger und dein blondes, lockig fallendes Haar. Das hört sich nicht gerade angemessen an. Da hast du, glaube ich, recht. Wir brauchen etwas Allgemeineres. Was ist das? Sei vorsichtig, das ist Lionel. Lionel? Ja, seine Asche. Das darf doch nicht wahr sein. Willst du es nicht öffnen? Weißt du, ich konnte mich bis jetzt noch nicht überwinden. Du kannst es gern aufmachen. Ich werde einen angemessenen, würdigen Platz für ihn finden. In diesem Postpaket können wir ihn doch nicht lassen. Glaubst du, dass sie ihn auf diese Weise schicken? Lass uns doch einfach mal nachsehen. Oh, es ist so grauenvoll. Charlie käme in Frage. Oh ja. Da haben wir es. Charlies Adonis. An den Schatten der Nacht zog er vorbei und Neid und Verleumdung und Hass und Schmerz. Und die Unrast, die Männer fälschlich Vergnügen nennen, können ihn nicht berühren und nicht quälen wie zuvor. Vor den Angriffen der Weltenniedertracht liegt er geschützt. Ich finde, das passt ausgezeichnet. Laken, Julia.
Ja, wirklich, sehr schön. Oh, seht euch das an. Oh Gott. Die ist ja wundervoll. Auf Lionels guten Geschmack konnte man sich schon immer verlassen. Bestimmt hat er sich auch in seinem besten Smoking, den er besessen hat, verbrennen lassen. Oh, es ist mir egal in was. Ich ertrage die Vorstellung nicht, dass nur noch das von ihm übrig ist. Es ist viel mehr von ihm übrig. Deine Erinnerung an ihn, das ist sein Vermächtnis an dich. Hör zu, ich habe für ihn im Cliffside-Mausoleum eine Nische herrichten lassen. Wir müssen noch so viele Leute benachrichtigen. Würdest du mir bitte helfen? Natürlich, ich tue, was ich kann. Seht euch das an. Das hat Vater Sissi hinterlassen. Was um alles in der Welt vermacht Lionel seinen schlimmsten Feind? Übrigens soll ich dir von Sissi und Sophia ausrichten, dass sie zur Trauerfeier kommen werden. Das ist aber sehr nett von ihnen, zumal sie nicht eingeladen sind. Aber du wolltest sie doch bestimmt einladen, oder? Ja, natürlich. Ich bin ebenso wenig nachtragend, wie Lionel es war. Was denkst du, hat er Sissi hinterlassen? Ich hoffe, es ist nichts Wertvolles. Aber da steht eindeutig für Sissi Köpfe drauf. Wieso soll ich das nicht sehen? Nein, bitte nicht. Es gehört dir nicht. Ruf Sissi an, bevor du dich weiter verführen lässt. Ja, du hast recht. Ich werde es höchstpersönlich zu ihm bringen und zusehen, wie er es aufmacht. Dein Vater hatte nie Geheimnisse vor mir und damit wollen wir auch jetzt nicht anfangen. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Weiteren Mr. Pläne, Pressman, Mr. Pressman. Haben Sie vor, den Staat auf Schadensersatz zu verklagen? Was wo werden Sie jetzt wohnen? Entschuldigung. Ich denke, Mr. Pressman wird Ihnen später gerne zur Verfügung stehen. Aber im Augenblick ist es besser, wenn er erst mal mit seiner Tochter allein ist. Okay, das verstehe ich. Ich möchte doch nur eine Frage stellen. Vielen Dank. Wir hatten keine Ahnung, dass du heute schon entlassen wirst. Es kam so überraschend. Was glaubst du, wie es mir gegangen ist? Nach dieser langen Zeit da konnte ich es am Schluss kaum noch erwarten. Ich schlage vor, dass ich Ihnen beiden erst mal was zu trinken hole. Machen Sie es sich inzwischen bequem, bitte. Du siehst gut aus. Oh, ich... Ja. Möchtest du dich nicht setzen? Was? Hinsetzen. Oh, natürlich. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe Schwierigkeiten, mich wieder wie ein normaler Mensch zu benehmen. Ich war nur ein paar Tage von der Gaskammer entfernt. Und plötzlich bin ich ein freier Mann. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen. Das kommt mir alles, ich weiß nicht, wie ein Traum vor. Es ist kein Traum. Du wirst dich daran gewöhnen. Das verdanke ich dir. Nein, es lag nicht an mir. Ethan hat es bewirkt. Er hat ein wahres Wunder vollbracht. Ich weiß, da ist so vieles passiert in den letzten Jahren, dass du mir nie wirst vergeben können. Mein fehlendes Vertrauen in dich über diese ganze lange Zeit. Aber ich werde mir Mühe geben, das alles wieder gut zu machen. Meine kleine Tochter. Ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Ich bin so glücklich. Das glaube ich einfach nicht. Auguste? Auguste. Sie will hierher kommen. Sie sagte, Lionel hätte mir etwas vermacht und sie möchte es mir persönlich vorbeibringen. Hat sie gesagt, was es ist? Sie behauptet, es nicht zu wissen. Ein Schmuckkästchen mit der Anweisung, es nur mir auszuhändigen, sagt sie. Ungewöhnlich. So wie ich Lionel kenne, ist es bestimmt besser, es erstmal ins Wasser zu tauchen, bevor ich es aufmache. Ich glaube nicht, dass er seine Spielchen vom Grab aus weiterführen wird. Ich bin auf alles gefasst. Jedenfalls bin ich auf das Präsent schon ziemlich gespannt. Alles klar, Schätzchen. Ich hol bloß schnell mal die anderen Gäste. Bin in zwei Schwüngen einer Handschelle wieder da. Als ob das einen Unterschied macht, ha? Wo bringen die mich hin? Thank you.
einmal so eilig? Und was ist mit den anderen Gefangenen? Hallo, Knastvogel, erkennst du mich? Annie! Oh, Annie! Gott sei Dank, du bist hier und rettest mich! Fehlanzeige, das ist keine Rettung, das ist eine Entführung! Oh ja! Was ist passiert? Wo ist mein Gefangener? Er ist hier, er wollte schnell auf die Toilette gehen. Gruß! Hey! Lass das! Her damit! Was ist das? Zyanid. Er wollte sich umbringen? Dieser Mistkerl würde lieber sterben als sprechen. Jetzt ist Schluss. Ich will sofort wissen, für wen Sie arbeiten und... Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie am Montag zur gewohnten Zeit im California-Clan.